Hallo liebe Leute, ich möchte euch heute mal zu einem neuen Video begrüßen. Es kam jetzt die letzte Woche keins mehr, das liegt einfach daran, dass ich jetzt keine Zeit mehr habe, weil ich ja jetzt arbeiten gehen muss. Ich habe mir aber während der Zeit ein paar Messer zukommen lassen, einige habe ich auch vor Ort in einem Laden gekauft, wie ihr mich kennt. Und heute möchte ich mal ein Messer präsentieren, was mir Andux diesmal wieder zur Verfügung geschickt hat. Danke dafür auf jeden Fall nochmal Andux. Das ist das schönste Herz, was ich bisher gemacht habe, super. Also, wir haben hier diesmal keine Pappverpackung. Finde ich nicht wirklich weiter tragisch. Ich habe jetzt genügend davon rumliegen. So, also hier muss ich eigentlich nichts weiter dazu sagen. Hier ist das Logo drauf, ist eine Nylon-Tasche, kann man sich einen Gürtel machen. Und da kann man das Messer dann, oder beziehungsweise den Trainer dann schön verstauen. Ja. Das hier ist jetzt der Trainer, der mir geschickt wurde. Wieder in einer schönen Folie verpackt und in einem matt dunklen Grau. Im Matt Look. So, machen wir es mal auf. Und so sieht das Ganze jetzt offen aus. Und nein, das hier ist keine echte Klinge, die ist stumpf. Also, und auch nicht spitz. Ja. Meine Eltern haben assoziiert, das sei ein Küchenmesser, also da kann man sich dann Brote damit schmieren, also so ein Brotmesser. Möchte ich jetzt aber nicht machen, weil dann sieht es dann wieder scheiße aus. Ja. So. Die Maße werde ich dann im Nachhinein erst wieder einblenden. Ich möchte jetzt nur kurz was zu dem Messer an sich sagen. Also, wir haben hier eine klassische Verschraubung mit, wie ihr seht, Torx-Schrauben. Dann haben wir hier ein Benchmade-Design, auch an der Klinge. Das ist, ich weiß jetzt gerade nicht welches Benchmade, aber es wurde von einem Benchmade jetzt übernommen, das Klingendesign und auch das Handle-Design. Ich glaube, das 62 war es von Benchmade. Es wird sehr gerne verwendet für solche Butterfly-Trainer. Das habe ich jetzt nur eine ganze Menge rumliegen, die in dem gleichen Design aufgebaut sind. Dann haben wir hier wieder ein Spring-Latch. Ja, und wir haben hier klassisch eine Sandwich-Construction, wie sehr üblich bei solchen Trainern verwendet wird. Ja, wir haben dann außerdem eine Double-Tang-Pin-Construction. Also die Klinge wird von zwei Tankpins in Position gehalten, einmal im offenen Zustand, man kann sie nicht bewegen, und einmal im zuen Zustand, so dass sie nicht an der Seite rausrutschen kann. Ja. Wie mir gerade auffällt, ist die Klinge ein bisschen länger als bei gewöhnlichen Butterfly-Trainern, die eine Bohrung haben. Ich hole mal kurz den anderen raus. Das hier ist jetzt der Benchmade-Klon, der ist halt wirklich komplett von Benchmade übernommen worden, das Design. Ja, und es hat auch schon eine ganz ordentlich, ganz schön großes Handle Play. Und man kann die Schrauben nicht nachziehen, weil die sowas von zugeklebt sind. Naja. Deswegen habe ich es auch damals nicht vorgestellt. Ich fand es dann einfach zu scheiße. So, gucken wir mal hier kurz auf die Länge. Und ja, das Neue ist ein ordentliches Stück länger. Wir können ja mal gucken, ob die Handles gleich lang sind hier im zuen Zustand. Ja, und da sind sie halt gleich lang. Okay. Ja. Die sind eigentlich fast baugleich. Aber ansonsten, wir können ja jetzt hier nochmal aufs Handleplay gucken und wir haben fast minimal. Ich habe das jetzt schon seit einem Tag, also gestern am Samstag kam es an. Ich hoffe, ich lade das dann auch am Sonntag hoch, weil ich habe momentan auch nicht sehr viel Zeit, weil wir sehr oft unterwegs sind in letzter Zeit. Ja, aber theoretisch mir fällt auf, man könnte hier vorne eine Spitze dran machen und das dann schärfen, aber ich würde es lieber nicht tun an eurer Stelle, denn dann wäre es wieder illegal und dafür kann man sogar bis zu 3 Jahre in den Knast kommen, wenn man ein echtes Butterfly besitzt. In Deutschland zumindest. Also das ist schon ziemlich scheiße, könnte man sagen. Aber hey, vielleicht lässt sich da irgendwann mal wieder was ändern. Das wäre sehr schön. Ja, bei der Verschraubung fällt mir gerade was auf. Also, beziehungsweise hier unten. Ja, okay, vielleicht erkennt man es. Hier ist die Bohrung ein bisschen komisch. Schaut mal, denn hier ist das irgendwie zu weit rechts gebohrt worden. Okay, aber ich finde es jetzt nicht weiter schlimm. Naja, wenn die Kamera jetzt weiter rumspinnt, dann werde ich das wieder einblenden. Jetzt sieht man es. Okay, ja. Ein bisschen blöd ist es, aber für mich nicht weiter schlimm.
Ich werde euch den Link natürlich auch wieder in die Videobeschreibung packen, also von Andux selbst und natürlich halt auch, okay, auf Amazon gibt es das jetzt nicht, ich werde euch das einfach jetzt hier von der Seite nochmal verlinken. Demnächst kommen dann noch ein paar andere Videos, also es werden halt wieder echte Messer vorgestellt, die ich mir bestellt habe. Außerdem habe ich jetzt ein neues Stativ, sonst wäre das Video auch gestern schon erschienen. Ja, weil früher war das nämlich so, also ich habe einfach die Kamera genommen, habe zwei Boxen mit irgendwelchen Ramsch drunter gestellt, also da war so Partyzeug von Silvester und so noch übrig und habe dann halt einfach so ein Outdoor biegbares Stativ drunter gestellt und ja, habe gehofft, dass das dann irgendwie hält und aufnimmt und dann stand ich immer so daneben, so neben der Kamera und jetzt stehe ich hinter der Kamera und jetzt habe ich halt ein richtiges Stativ gekauft gestern für 25 Euro und ich bin bisher sehr zufrieden damit. Ich kann mich nicht beschweren, ich kann damit jetzt super gut Videos aufnehmen. Und für die Leute, die immer fragen, wann denn mal hier ein Flipping-Video auf meinem Kanal kommt, also regulär habe ich das erstmal nicht auf meinem Kanal geplant, weil ich halt nicht das Equip dazu habe. Aber falls ihr halt trotzdem Flipping-Videos von mir sehen möchtet, könnt ihr auch gerne mal bei Instagram und Twitter von mir vorbeischauen. Link ist in der Videobeschreibung, denn dort veröffentliche ich halt manchmal Bilder zu Messern und Butterfly-Trainern, die ich halt draußen aufgenommen habe, die ich meistens auch jetzt als Collage hinten an das Video dranhänge. Und ja, ich lade dort halt auch Flipping-Videos hoch. Also, wenn ihr euch die ansehen möchtet, dann könnt ihr ja dort gerne mal vorbeischauen. Und das war's dann auch schon wieder von mir. Bis dann. Tschüss.